Aber ich glaube halt nicht, dass ich treffen werde, weil es nur zwei Stück sind. Die Wahrscheinlichkeit extremst gering ist. Oh. Puh, 4000. Arme Hatsuharu. Ha, wir sind auf Platz 41 global gerade für deutsche Streams. Spannend. So. Tatsächlich Top-Tier. Wunderbar. Aber leider keine Kreuzer, die man wegblappen kann mit den AP-Rockets. Das ist schade. Lost Rispeln. Hi. Moin. Rush B. Aber wo ist B? Das ist eigentlich auch ziemlich unlogisch, dass die Stukas so unfassbar schnell sind, ne? Die sind eigentlich nicht so schnell. Eine Base. Interessant. Ja komm, let's engage. Als ob das jemals trifft. Ich könnte aber die Base angreifen. Ich könnte jetzt echt ein Sniping probieren. Wenn die da alleine steht. Probieren wir es mal. Ich lasse dir gleich mal noch einen Fighter da. Na, jetzt ist er eklig erstmal wieder. Na, aber vielleicht versucht er dich direkt nochmal anzufliegen hier. Ich hab nicht ernsthaft noch die Kirov erwischt mit dem Torpedo gerade. Hä? Das ist doch nicht sein Ernst. Als ob er noch in mein Torpedo gefahren ist, der Seppel, ey. The fuck? Hallo Weser, möchte ein Spiel spielen. Alter, hat der viele Flieger in der Luft. Weiter, da hätte ich da verliere ich jetzt einiges. Eine Zitadelle, 5000. Er ist wirklich in meine Fighter wieder rein, gell? Mhm. Ich glaube, er ist jetzt nicht so erfahren. Soll ich mal versuchen, die Hatsuharu mit meinen Bomben zu treffen? Let's test. Ja, ich habe HE-Bomben, genau. Aber ich glaube halt nicht, dass ich treffen werde, weil es nur zwei Stück sind. Die Wahrscheinlichkeit extremst gering ist. Oh. Wie viel Damage war das denn? Ich habe gar nicht aufgepasst. Waren das 3000 oder sowas? Direkt nochmal hinterher. Puh, 4000. Arme Hatsuharu. Wird die Knaller von meinen Bombern getroffen, Alter. Ich treffe die DDs besser als die Battleships. Oder die Kreuzer. Uff. Au, er brennt, by the way. In seiner Hatsu. Au, oh, das. Oh, was haben wir denn hier? Eine Gäde, die uns. Die den feindlichen CV angreift. Das könnte eine ziemlich enge Runde werden. Wir haben schon zwei Schiffe verloren, aber ich helfe mal ganz schnell der Gäde, den CV vor uns rauszunehmen. Wir verlieren auch unsere Gäde gerade. Nein, naja, das ist eine Bubble! Ist er toll angestellt. Nee, hat er nicht. Leider.
mal 2600, 2000 irgendwas. Ich werde mal trotzdem versuchen, die Weser vor uns rauszunehmen. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Mit Torpedobombern greife ich jetzt mal an. Oh, die T22 ist super low. Ja, ja, die ist weg. Sehr gut, sehr gut. Mein Fighter, den ich vorhin platziert habe, der greift jetzt die Bombe an hier. Das ist ja auch herrlich, ey. Weser ist leider super flott. Okay. Bitte zwei Treffer mit den Torpedos. Oh, er ist wirklich dran vorbeigefahren. Mist. Frage ist, auf wen braucht ihr einen Spot? Auf die Nicholas? T22, ja, okay. Die nebelt sich auch. Fighter sitzt. Ich hab noch 7000 HP, die Weser. Mal gucken, wie viele Fighter er noch hat. Er hat halt wieder hört halt nicht auf mit den Fightern. Weil die so viele Bomber bei den Angriffen immer. Boah, das hat gesessen. Nice. Okay, dann gehe ich mal die Graf Spee mit AP-Rockets an oben. Die unsere Leute gerade angreift. Ich glaube, mit meinem CV fahre ich mal rückwärts ein Stück. Dankeschön. Hey Julius und Smurf Cadler. Herzlich willkommen. Servus. Oh, Hilfe. Oh shit, Torpedobombe auch noch bei dir, gell? Platz doch einfach, Mensch. Graf Spee, was soll denn das? Ich stehe Spot auf die Nikolas, ist fast tot. Jo, ich komme. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Oh fuck. Die haben jetzt auch noch eine Kongo, die hier reinpusht. Ich versuche mal direkt rauszunehmen. Oh, es ist sogar ein DD im Cap bei uns. Okay, er ist weg. Nice. Wir haben bald niemanden mehr, der resetten kann. Ja, das Problem ist, dass ich mich um eine Cap kümmern muss erstmal. Ja, nee, da mach ich doch die New York. Ich weiß nicht, wo dieser DD sitzt. Ah, da haben wir die Hatsuharu. H2 hat sich eingenebelt. Shit. Ich glaube, sie wurde resettet sogar, weil ich sie gespottet hatte einmal. Oder ist sie wieder?
Hab ich dich. Zerstörer gesunken. Shit. Autopilot aktiviert. Ich glaube, die E-Mail soll ich rauskriegen. Wie sieht's bei dir aus gegen T22? Na, die ist fast tot. Oh, schön. Ich ramme erstmal den Feind. Den Verbündeten. So, wir bleiben mal da genau stehen. Ismail sollte rausgehen, Britannien macht das jetzt. Okay. Ja, die Kongo, die wegfährt, ist fast voll. Vielleicht den Ding. Naja. Kongo, König und New York bei mir immer noch relativ viel. 32 und 39. Ismail ist raus. Ich bin am Leben. Jetzt ist die Frage. Wahrscheinlich eher bei dir mithelfen gegen König und New York, weil du kommst da ja nicht mehr rückwärts großartig weg, ne? Oder willst du eher die Kongo haben? Ich muss noch ein bisschen safe stehen. Nee, mach. Wenn du die Kongo von dort aus angreifen kannst, dann helfe ich dir bei der Kongo. Ja. Dann darf unsere Minikase ein bisschen Spaß haben mit den BBs oben. Na, ich weiß nicht, wenn ich einfach reinfährt, spottet. Okay, Brand ist drauf. Sieben Minuten. Nice. Noch ein Brand, please. Ah, kein Brand mehr, schade. Oh, er fährt jetzt auf mich zu. Ja. Ich gebe mein Bestes mit meinen Torpedobombern. Ja, Britannien kann jetzt getroffen werden. König kommt auch auf dich zugefahren, gell? Der dreht jetzt komplett breit zu dir, weil er meinen Torpedobombern ausweichen möchte. Ja. Damit sollte er gleich raus sein. Beschleunigt, schade. Aber beide Tops treffen. Na gut, ich denke, es gewonnen, dann fahre ich auf die König drauf. Mist. Na? Turn bitte nicht. Ah. Hätte ich gern gehabt, den Kill. Ich baue mal vor der König. Hallo. Und Schalk, ich danke auch dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Servus. Minikase macht das ganz gut. Die lebt ja noch. Ist alles gut.
Wir haben den Bug immer noch drin, dass der Fighter, der Spotter als Fighter angezeigt wird. Ein Brand. Okay, König hat den Brand gerappt, wahrscheinlich, wie es aussieht. Die haben wieder mehr Punkte als wir. Krass. Kein Boost mehr, leider. Jetzt ist unsere Mine ja doch raus, ja. Ja, ich weiß nicht, wie er es gerade geschafft hat, rauszugehen. Wahrscheinlich hat er geschossen und ist dabei dann irgendwie... Never sub on patch day lul. Never sub on patch day. Der kleine Ducky-Mensch, vielen lieben Dank dir, hey. Dankeschön für deinen Support. Shit, 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 shit. Bitte werdet scharf, bitte werdet scharf. Okay, schön. Es fehlt nur noch die New York. Ey, das war, glaube ich, echt gut, dass die Weser rausgegangen ist am Anfang, sonst wäre das definitiv verloren gegangen. Relativ knapp, 3 Minuten. Da muss der raus. Wenn die Bretagne jetzt rausgeht, dann sind die Punkte technisch wieder vorne. Sag mal, wie schaffe ich es eigentlich immer mit 2 Bomben nur eine zu versenken? Wieso können die nicht einfach mal treffen, Mann? Beide. Okay, bei der Weser habe ich getroffen. Darf ich nicht drüber aufregen. So, bitte. Jetzt treffe ich mal beide. Sehr schön. Repariert. Please triff. Ah, schade. 2 Minuten nur noch, gell? Das ist nicht mehr so viel. Außer er rammt ihn jetzt wirklich. Wenn er ihn rammen würde, dann wäre es gewonnen. Brauche jetzt aber auch nochmal. Wenn ich einen Brand drauf kriege, dann schaffe ich das auf jeden Fall. Wenn. Oh, er will aber nicht rammen. Kein Brand. 1 Minute 30 nur noch. Dann schieße ihn wenigstens in die Seite, Bretagne. Los, 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 los. Gut, 3K. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich in 1 Minute 30. Oder meine Bombe trifft jetzt einfach und er ist raus. Ja, trifft. Ah. Easy. Oioioi. Ja, das war doch eine coole Runde mit der Erich Löwenhardt. So, das lade ich jetzt auf YouTube hoch und dann denkt jeder, das Schiff ist mega krass und jeder kauft mir das dann. Jo. Sehr schön. GG. Puh. Aber dass am Anfang die Kirov den einen Torpedo auch noch genommen hat, ey, so total, ich weiß auch nicht. Aber es war super wichtig, dass der CV rausgegangen ist. Der war ja relativ früh draußen dann tatsächlich. Stell dir mal vor, der wäre noch im Spiel gewesen und hätte noch mit angreifen können. Ja, dann hätte er mich auf alle Fälle rausgearbeitet. Ja, sehr schön, wie du überlebt hast da in der Mitte auf jeden Fall. Sehr cool. Nice, und die Bretagne kriegt jetzt auch nochmal ein Loben, Anstandsloben, ne? Gute Manieren, weil er am Leben geblieben ist. Sehr cool.